ich bin France und dies ist der Newsbus vom Freitag. Die Türkei hat Twitter verboten. Die türkische Regierung sagt, dass das auch verboten wurde, weil Menschen auf der Seite über Korruption lügen. Seit Wochen gibt es Proteste gegen den Premierminister Tayyip Erdogan. Er sagt, es sei ihm egal, was die internationale Gemeinschaft denkt und dass wir gleich die ganze Macht der Türkei sehen werden. Er klingt fast ein bisschen wie Dr. Evil. Die Ukraine nähert sich der EU. Man hat heute ein Abkommen unterschrieben, welches sie auf den Weg zu einer möglichen Eingliederung in der EU macht. Russland ist auch weiterhin wütend. Heute auf der Krim haben frühere Ukrainer begonnen, ihre russischen Pässe entgegenzunehmen, während die Gegend jetzt offiziell russisch ist. Sie suchen immer noch nach dem Flug MH370. Seit über zwei Wochen ist das Flugzeug mit 239 Passagieren an Bord verschwunden. Die Suche konzentriert sich jetzt auf Südaustralien, wo Satellitenbilder Objekte gesichtet haben, die möglicherweise zu dem Flugzeug gehören. Endlich ist er da, der lang ersehnte Muppets-Film Muppets Most Wanted. Der Film handelt von einem bösen russischen Frosch, der die Welt übernehmen will und sich als Kermit der Frosch ausgibt. Das war's für heute und erinnert euch daran, dass wir komplett Unabhängigkeit sind. Also wenn ihr nicht in der Türkei seid, warum helft ihr uns nicht auf Twitter, newsbus.de. Bis bald!